Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Formel 1 2017. Wir starten rein ins Rennen vom großen Preis von Monaco. Wir hören uns die Voicemail an und schauen mal, was wir für Ziele haben. Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Noch geht's mir gut. So, also wir haben natürlich jetzt einen neuen Rivalen seit diesem Grand Prix. Wir haben Felipe Massa, den wir schlagen müssen. Meisterschaftsziel ist natürlich immer noch gleich geblieben, 9. Platz. Und wir sollen mindestens 7. werden oder höher. Im Qualifying sind wir 6. geworden. Ich habe ein gutes Gefühl. Mein Gefühl kann mich aber auch ganz schnell wieder enttäuschen. Wir fahren 20 Runden. Ich habe schon mal geguckt, wir fahren 20 Runden. Das ist ja auch soweit alles okay. Motor habe ich nochmal überprüft. Wir können loslegen. Auf geht's ins nächste Rennen. So, wir schauen nochmal rein in die Rennstrategie. Also ihr seht, wir fahren insgesamt 20 Runden. Ist diesmal ein bisschen mehr. Aber die Strecke ist natürlich auch nicht so lange. Und die gute Neuigkeit ist auf jeden Fall, wir haben die ganze Session über lang Sonne. 30 Grad die Strecke, 21 Grad die Luft und wir machen wieder eine Zwei-Stopp-Strategie. Wir fangen an mit den ultraweichen Reifen bis Runde 7, wechseln dann auf superweich und fahren dann durch bis zum Schluss. Und ich würde sagen, von der Benzinlast nehmen wir trotzdem nochmal ein bisschen mehr mit. Also ich mache da gerne immer ein bisschen mehr als zu wenig. Ich fahre lieber mit ein bisschen mehr Benzin als mit ein bisschen zu wenig. Wir machen das mal auf 23 Runden. Hohes Reifenmanagement und dann würde ich sagen, geht es los. Auf in die Einführungsrunde. So, die Startaufstellung für den großen Preis von Monaco steht. Die Lampen gehen an und gleich wieder aus. Und wir sollen mindestens 7. werden und los geht's. Über 20 spannende Runden hier in Monte Carlo wird es jetzt natürlich richtig spannend. Und wir müssen gespannt sein. Hier durch die erste Kurve müssen wir gut durchkommen. Achtung, möglichst eine Kollision vermeiden. Hinter Ricciardo erstmal auf dem 8. Platz. Hat erstmal gut geklappt. Jetzt müssen wir hier auch aufpassen. Ah, erstmal sicher. Sicher hinter Ricciardo. Wir sind auch wieder nicht vom 6. Platz gestartet. Ist mir gerade aufgefallen. Sondern von Platz Nummer 11, was ich nicht verstehe. Ich habe sozusagen mit meinem Teamkollegen gewechselt. Aber warum und wieso, weshalb, warum, das weiß ich bislang immer noch nicht. Aber gut, dann rollen wir halt das Feld von hinten auf. 7. sollen wir mindestens werden. Den hat bislang Ricciardo. Den 7. Platz. Ich sehe aber unsere Ziele oder ich sehe aber... Das ist sehr realistisch, dass wir 7. werden können. Also Ricciardo ist nicht so unfassbar weit weg. Ich schalte mal auf Standard zurück. Da haben wir jetzt Daniel Ricciardo. Vielleicht können wir hier schon an ihm vorbeiziehen, an Ricciardo. Knapp, aber es hat geklappt. Jetzt hier durch die enge Kombination durch. Haben wir geschafft. 7. Platz. Das, was wir sein sollten. So, also durch Runde Nummer 1 sind wir, so gut es geht, unfallfrei durchgekommen. Wir sind auf dem Platz... Was uns als Ziel ausgegeben wurde, 7., das ist ganz gut. Jetzt müssen wir weiterhin vorsichtig und konzentriert fahren, weil in Monaco, da kannst du wirklich mal schnell ausscheiden, indem du hier gegenfährst. Und wir wollen natürlich den Kontakt vorne nicht verlieren. Vor allem an unseren Teamkollegen Sergio Perez, den wir überholen wollen. Und natürlich müssen wir besser sein als unser neuer Rivale Felipe Massa. Das wäre natürlich auch nochmal super, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Aber jetzt erstmal ein paar Runden sicher fahren, sicher überstehen und dann schauen wir mal weiter. So, jetzt können wir gleich die DRS-Zone hier anmachen und es werden ründlich schnellste Bestzeiten gefahren. Vettel jetzt mit einer 1.18, mit einer sehr guten 1.18. Und hier kriegen wir jetzt auch den Hinweis, dass wir auf das fette Benzingemisch rumschalten sollen. Ich lasse es aber erst einmal auf Standard. Wir sind jetzt nämlich ganz nah hinter unserem Teamkollegen und hinter Max Verstappen. Ihr seht, hier gibt es aber wenig Überholmöglichkeiten. Ich könnte es jetzt hier versuchen, indem ich ein bisschen später... Bremse als er, aber das mache ich auch nicht. Das ist zu riskant. Hier riskant zu fahren in Monaco, das kann hier wirklich das Genick brechen. Ich versuche jetzt mal hier innen vorbeizukommen. Ja, da waren wir zu langsam. Vorne ein bisschen beschädigt jetzt dadurch. Das ist halt immer das Riskante. Du kannst hier so gut wie gar nicht überholen. Oh, Funkprobleme. Ich schalte jetzt aber mal auf Fettgemisch 3. So wie das unser Teamkollege... Also so wie das unser Chef gesagt hat. Mal gucken, ob es was nützt. Ich lasse das erstmal jetzt für eine Zeit lang drinne. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Jetzt können wir eventuell mal einen Angriff starten hinter... Oh, gegen unseren Teamkollegen. Da müssen wir wirklich aufpassen, nicht, dass wir den hier raushauen. Aber wir sind nah an ihm dran. Wir haben jetzt die Chance, ihn zu überholen. Und haben wir auch geschafft. Oh, er blockt mich. Hab mich schön gerammt von der Seite. Das war richtig, richtig knapp. Achtung, jetzt hier durch die Rechts-Links-Passage. Da müssen wir heil durchkommen. Und wir haben es geschafft. Wir sind an unserem Teamkollegen vorbei. Auf dem 5. Platz. Sebastian Vettel fährt eine 1.17. Vorne werden weiterhin die besten Rundenzeiten gefahren.
und hier hinten wird um die Punkte gekämpft. Jetzt ist er natürlich direkt hinter uns, Hülkenberg dahinter. Die Distanz zum Führenden beträgt 13,5 Sekunden. Und 13,5 Sekunden Rückstand hier in Monaco, das ist schon richtig viel eigentlich. Die Strecke ist nicht so lang, ist aber sehr kompliziert zu fahren und wie gesagt, eine der coolsten Strecken vielleicht, weil es halt so ein enger Stadtkuss ist und vielleicht auch der beliebteste, aber vielleicht nicht bei allen Fahrern, wozu ich zum Beispiel gehöre. Wichtig wird auch natürlich sein, wie der Boxenstopp gleich sein wird, den wir durchführen müssen, wenn wir nach der nächsten Runde in die Box reinfahren müssen. Der Frontflügel wird eventuell repariert, weiß man nicht, ja oder nein. Das hängt ganz davon ab, wie schwer der beschädigt ist, da bin ich mal gespannt. Dann wird das natürlich auch nochmal ein paar Sekunden dauern, also ich befürchte, dass wir so dann im hinteren Mittelfeld rauskommen werden, wenn wir dann aus der Box wieder rauskommen. Die Kurve hier, die kriege ich eigentlich immer ganz gut. Hier nicht zu spät bremsen und auch nicht zu früh. Und dann sieht das doch bislang eigentlich ganz gut aus. Sechster Platz. Verstappen fährt jetzt schon in die Box rein. Also den haben wir wahrscheinlich in der nächsten Runde dann trotzdem vor uns. Wie viel sind denn schon drin? Ich glaube, so viel sind noch gar nicht drin. Ne? Vettel jetzt auf der 4, Massa auf der 4. So, die Hälfte der Leute ist schon reingegangen in die Boxengasse. Massa haben wir vor uns, unseren Kollegen, unseren Rivalen, muss man ja dazu sagen. Sergio Perez, unser Teamkollege, ist direkt hinter uns. Also wir haben genau die beiden Rivalen, die wir möglichst besiegen wollen, haben wir zwischen uns. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,7 Sekunden. Gut, aber auch das wird sich gleich wieder lichten, weil wir auch in die Box rein müssen. Massa muss ebenfalls in die Box rein. So, diese Runde müssen wir also in die Boxengasse rein, hat uns Jeff gerade nochmal gesagt. Dann werden wir das natürlich jetzt machen und unser Teamkollege wird dann wahrscheinlich in der nächsten Runde reinfahren. Hier sehen wir das. Die Boxengasse ist auch nicht so groß. Also es ist eine kurze Strecke bis zur Boxengasse. Wir sehen, es kommen nicht so viele rein, aber wir sind jetzt rein und wahrscheinlich werden sie den Frontflügel auch wechseln. Nein, Frontflügel wird nicht gewechselt. Ein schneller Boxenstopp, 2,8 Sekunden nur insgesamt. Das ging wirklich schnell. Frontflügel bleibt dran, ist dann also wohl nicht so stark beschädigt, dass wir ihn wechseln müssen. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. So, und wir sind vor Max Verstappen. Schaffen wir das? Eine Kollision aufgepasst. Oh, da werden wir gedreht von Wehrlein, der uns da einen Strich durch die Rechnung machen wollte. Also, wir sind auf dem 16., auf dem 15. Platz rausgekommen. Hinter Eriksen, vor Max Verstappen, auch unter anderem Pascal Wehrlein ist da ebenfalls noch mit dabei gewesen. Frontflügel bleibt erstmal dran und jetzt beginnt halt die Aufholjagd. So, wir haben natürlich jetzt viele Autos hinter uns, ihr seht das. Da sind, denke ich mal, 5, 6 Wagen direkt hintereinander. Das wird sehr eng und wir sind vorne quasi in dieser langen Schlange. Dahinter ist unser Teamkollege Hülkenberg. Wir sind alle sehr eng beieinander. Vielleicht fährt ja noch jemand rein in die Box. Vielleicht hat ja jemand eine 2-Stopp-Strategie, eine 3-Stopp-Strategie, das weiß man nicht. Aber wenn es hier halt immer so rumleckt, dann bremse ich halt auch manchmal zu spät, weil der Controller dann noch langsamer reagiert oder später reagiert. Das ist halt leider so. Wir haben insgesamt 8 Sekunden Rückstand auf Massa und nur 0,8 vor Sergio Perez. Seht das unten links auf der Karte. Viele, viele Wagen sind direkt hintereinander. Da werden jetzt auch gleich die ersten überrundet werden von Vettel, von Raikön, von Hamilton und hast du nicht gesehen. Und wir kommen leider an Felipe Massa nicht so ran. Wir haben weiterhin 8 Sekunden Rückstand und nur 1,1 Vorsprung auf Sergio Perez. Also das ist echt sehr kompliziert hier in Monaco. Aber okay, so sind halt Stadtkurse. Das ist halt der Reiz von so einem Stadtkurs, dass du dich nicht weit entfernen kannst von deinem Rivalen und auch von deinem Kollegen und dass du halt damit rechnen musst, dass du auch gleich überrundet wirst. Das werden wir aber auch in Baku dann haben, in Aserbaidschan, wobei ich den Stadtkurs ein bisschen besser finde. Da hat man wenigstens mehrere DRS-Zonen und Möglichkeiten, jemanden zu überholen. Das hast du halt hier in Monaco nur selten. Wir haben das versucht und es hat auch riskanterweise geklappt an ein paar Stellen, wo wir überholt haben. Aber im Normalfall klappt das natürlich nicht. Aber was ist in so einem Spiel schon normal? So, 5 Runden vor Schluss wird das Ganze jetzt wirklich zur Zerreißprobe. Es hat sich nach wie vor nichts getan. Wir haben immer noch diese ganze Fahrradtraube hinter uns. Fünfter sind wir momentan, Sergio Perez hinter uns, unser Rivale, Massa vorne, den werden wir, denke ich, leider nicht mehr einholen, so wie es bis jetzt ausschaut. Außer er macht natürlich noch einen Fehler oder es passiert noch irgendwas Weltbewegendes. Ansonsten, denke ich mal, wird das hier noch bis zum Schluss ein richtiger Kampf werden. Wir müssen versuchen, keine Fehler zu machen. Wir dürfen auch keine Fehler machen. Ansonsten fahren gefühlt 100 Wagen an uns vorbei. Und das wäre hier in Monaco sehr fatal, dann würden wir nämlich leider aus den Punkten rausfallen.
und das wäre sehr, sehr schade. So, und auf die letzten beiden Runden des Rennens nehme ich euch jetzt nochmal komplett mit. Da wird nichts weggeschnitten, denn ihr seht da hinten, da ist weiterhin diese riesige Fahrradtraube von, ich weiß gar nicht, 6, 7 Fahrern auf jeden Fall. Also jetzt ein Fehler, dann bist du auch komplett raus aus dem Rennen, dann bist du komplett aus den Punkten raus und dann wirst du wahrscheinlich noch im zweistelligen Bereich landen. Da wäre es gerade schon fast passiert, da habe ich mich ein bisschen verbremst. Ah, und jetzt habe ich mir vorne den linken Frontflügel noch ein bisschen beschädigt, also vorne links, ihr seht das. Unten rechts, da ist die rechte Seite schon rot, also der ist schon weg. Und vorne links das Gelbe, das ist schon beschädigt. Aber das werden wir jetzt für die letzten beiden Runden hier noch schaffen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Sergio Perez werden wir hinter uns behalten. Massa holen wir leider nicht mehr ein. Kwiat wird, wenn es gut läuft, 7. Was mich aber überrascht, wir haben keinen einzigen Ausfall. Also damit hätte ich ja in Monaco hier gerechnet, dass auf jeden Fall 2, 3 Leute den Abflug machen. War aber bislang nicht so. Und ich hoffe, dass... Wird auch nicht passieren. Ich möchte es jetzt nicht herbeirufen. Ich möchte nicht, dass wir unter denjenigen sind, die eventuell rausfliegen. Denn ihr seht hinter uns, das ist einfach nur Wahnsinn. Das ist einfach mega, mega knapp. Und wir werden jetzt auch nochmal für die letzte Runde das Fettgemisch höher stellen. Und zwar auf Fett 3. Denn jetzt beginnt die letzte Runde von Monaco, von Monte Carlo. Ihr seht das, Kwiat hat die Chance, uns zu überholen. Macht es aber nicht, weil er hat einfach keinen Platz. Es ist einfach viel zu eng hier in Monaco. Die Monegassen müssen einfach mal breitere Straßen bauen. Dann würde das vielleicht auch ein bisschen spannender werden, aber dafür ist dann das Geld nicht da, aber die Geistens können ja damit Geld aushelfen. Jetzt noch die letzte Kurve hier schaffen. Oh, ich merke das schon. Sobald der Frontflügel vorne beschädigt ist, hast du nicht mehr die Traktion in den Kurven und hast nicht mehr diese Lockerheit in den Kurven. Du musst viel stärker gegendenken. Es geht auch viel schwieriger. Wahrscheinlich kriegst du noch einen Stups von hinten, von deinem Teamkollegen eventuell. Hier müssen wir jetzt aufpassen. Und der Rennsieger ist also diesmal Sebastian Vettel. Raikön ist es diesmal nicht, er wartet weiterhin auf seinen nächsten Sieg. Sebastian Vettel gewinnt den großen Preis von Monaco, nachdem er im Qualifying bereits seine Dominanz gezeigt hat. Und jetzt geht es halt einfach nur noch darum, das durch die letzten Kurven hier so heil wie möglich durchzukriegen und auf einem guten 5. Platz zu landen, viele Punkte wieder mitzunehmen. Leider haben wir es nicht geschafft, den Rivalen zu schlagen. Das wäre in diesem Fall Felipe Massa gewesen, der ist 4. Wird das Rennen auf dem 4. Platz beenden. Aber wir sind vor unserem Teamkollegen, vor Sergio Perez. Und wenn jetzt hier hoffentlich kein Unglück mehr passiert in den letzten Metern hier. Nochmal um diese Kurve rum. Nochmal eine leichte Rechtskurve. Und dann mit Vollgas durchs Ziel. Wir haben es geschafft. Wir sind 5. geworden in Monaco bei einem nicht ganz so leichten Rennen. Und das, denke ich mal, das kann sich sehen lassen. 5. Platz. Wir haben ein bisschen Schaden davongenommen vorne. Am Frontflügel, aber das ist uns egal. Wir sind 5. und in den Punkten. Ferrari hat wirklich Großes geleistet und verdient gewonnen. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Heute war er einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vor der Safety-Car-Phase haben wir ein komplett anderes Rennen gesehen. Aber er konnte es wirklich ausnutzen, dass sich das ganze Feld zusammengeschoben hat. Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Egal, wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Ein gutes Resultat für Kimi Räikkönen, der seine Führung in der WM weiter ausbauen kann. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Heute geht dieser Titel für mich an den Force India-Piloten. Man muss sich nur ansehen, wo er begonnen hat und wo er jetzt steht. Es ist alles andere als einfach, das Feld in der Formel 1 so aufzurollen. Wirklich eine grandiose Leistung. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. Ein weiteres herausstechendes Team war heute Williams, die wieder Boden in der Rangliste gut machen. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal hoffe ich auch dann endlich von der Position zu starten, die mir auch im Qualifying zugesprochen wurde. Also nochmal, wir waren eigentlich 6. im Qualifying, mussten dann von der 11. Position starten, haben uns ein bisschen durchgewurschtelt, sind aber trotzdem auf einem guten 5. Platz gelandet, leider hinter Felipe Massa, hinter unserem neuen Rivalen, aber vor unserem Teamkollegen. Wir haben 10 Punkte für Force India geholt, Sergio Perez hat auch gute 8 Punkte geholt, das bringt uns vielleicht in der
Konstrukteurs-WM ein bisschen weiter nach vorne. Vettel gewinnt also vor Raikön und Bottas. Das heißt, dass Vettel auch immer näher an Raikön rankommt. Lewis Hamilton ist auf dem 12. Platz. Bisschen enttäuschend, bisschen überraschend auch der Brite. Wir schauen dann mal weiter. Kwiat auf dem 7. Platz, Hülkenberg, Verstappen und Ricciardo. Also auch wieder vor den beiden Red Bull-Fahrern. Dann Sainz, Hamilton, Grosjean, Fernando Alonso, Julian Palmer, Lance Stroll, Magnussen, Stoffel van Dorn, Markus Eriksson und auf dem letzten Platz ist Wehrlein, der eine Runde zurück war. Was mich auch überrascht, das betone ich nochmal, dass wirklich niemand ausgeschieden ist. Gerade bei so einer Strecke wie Monaco hätte ich eigentlich felsenfest damit gerechnet, dass noch irgendeiner ausscheidet. Wir gucken nochmal auf die Rangliste drauf. Wir sind leider einen Platz nach unten gefallen. Auf dem 5. Platz. Hamilton hat uns jetzt überholt, hat 86 Punkte. Wir haben 78 Punkte. Raikön vorne mit 120. Also hat nicht mehr so den großen Vorsprung. Bottas ist dahinter. Vettel nach seinem Sieg ist jetzt auf dem 3. Platz. Wir gucken bei den Konstrukteuren. Da sind wir weiterhin auf dem 3. Platz geblieben. Wir sind das drittstärkste Team nach Ferrari und nach Mercedes, noch vor Red Bull. Also ich denke mal, da können wir uns auf die Schulter klopfen, da machen wir bis dann gute Arbeit. Und so soll es natürlich auch weitergehen. Ich hoffe, euch hat das spannende Rennen gefallen und ihr seid beim nächsten Grand Prix. Ich weiß wirklich gar nicht, wo es hingeht. Ich kenne den Rennkalender leider nicht auswendig. Ja, seid wieder mit dabei beim Qualifying. Wenn es dann wieder soweit ist, lasst eine Bewertung da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr Formel 1 Videos sehen wollt. Und natürlich auch einen netten Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und ja, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.